Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch dabei mit dem Nervenkitzel-Handballauftritt von gestern Abend. Schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Flagge zeigen gegen Rechtsextremismus. Allein in Hamburg demonstrieren 50.000. Weitere Proteste sind am Wochenende geplant. Schneller zum deutschen Pass. Der Bundestag erleichtert die Einbürgerung für Zuwanderer. Ihren bisherigen Pass können sie auch behalten. Letzter Gruß für den Kaiser. Deutschland nimmt Abschied von der Fußball-Ikone Franz Beckenbauer. Münster, Kiel, Kaufbeuren, Bielefeld, Braunschweig, Bochum, Dortmund, Erfurt, Leipzig, Chemnitz, Heidelberg, München. Die Protestwelle gegen Rechtsextremismus und die AfD weitet sich immer mehr aus. Das Portal Zusammen gegen Rechts listet übers Wochenende insgesamt 90 Kundgebungen auf. Alle ausgelöst durch die Enthüllungen über ein Geheimtreffen von Rechtsradikalen. Allein in Hamburg kamen heute 50.000 Menschen. Martin Niesen. Ursprünglich angemeldet hatten die Veranstalter 2.000 Teilnehmende. Gekommen sind weit mehr als 50.000. Hamburg steht auf, das Motto gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke. Die Botschaft an die AfD und ihre rechten Netzwerke ist, wir sind die Mehrheit und wir sind stark, weil wir geschlossen sind und weil wir entschlossen sind. Christlicher Glaube und völkisches Denken passen nicht zusammen, genauso wenig wie Kreuz und Hakenkreuz. Auch im thüringischen Jena gehen die Menschen auf die Straße. Es sind mehr als 3.000 dort, unter ihnen auch der Ministerpräsident. In welchem Land wollen wir leben? In einem Land, in dem es nicht auf Hautfarbe, Haarfarbe, Herkunft, Abstammung, auch nicht auf Religion oder Atheismus ankommt. In Hamburg hatte die AfD mit einem Trick eine Demonstration auf dem Rathausmarkt verhindert. Durch eine spontan einberufene Fraktionssitzung galt um das Rathaus eine Bannmeile. Begründung der AfD, es gelte, Zitat, die Herzkammer der Demokratie vor linken Extremisten zu schützen. Wir erleben gegenwärtig Weimarer Verhältnisse. Was die Menschen in Hamburg offensichtlich als Provokation verstanden, die zusätzlich motiviert hat. Ja, ich finde es ein tolles Zeichen, dass gerade deshalb vielleicht auch noch mal deutlich mehr Menschen hierher gekommen sind, um zu zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Naja, das ist Banane, ehrlich gesagt. Um uns zu ärgern, also das ist für mich Kinderspielchen. Ja. Und ich finde, es sieht viel schöner aus, wenn wir hier alle über den Jungfernstieg verteilt stehen, als auf dem kleinen Rathausmarkt da. Weil zu viele Demonstrierende gekommen waren, wurde die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet. Was mehrere tausend von ihnen nicht davon abhielt, schließlich doch noch vor das Rathaus zu kommen. In Bochum geht's in diesen Minuten los. Jana Becker, wer sammelt sich da? Wie ist die Atmosphäre? Die Stimmung in Bochum ist friedlich. Die Demonstration hat sehr lautstark begonnen, gerade mit Musik. Und es soll jetzt auch eine Kundgebung folgen hier auf dem Bahnhofsvorplatz in Bochum. Eine Privatperson hatte die Demonstration angemeldet. Es waren ursprünglich rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Also die Teilnehmerzahl war schon auf 1.000 hochgestuft worden, aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Demonstration in der letzten Woche. Die Teilnehmenden hier werden gleich weiterziehen zum Schauspielhaus Bochum, wo noch eine Kundgebung stattfinden wird. Und es haben sich hier zahlreiche Organisationen und auch Parteien angeschlossen, dem Aufruf heute zur Demonstration gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Das heute ist auch in NRW ein Auftakt zu einem Demonstrationswochenende in ganz Deutschland. Dankeschön. Jana Becker war das live aus Bochum. Zugewanderte sollen künftig schneller einen deutschen Pass bekommen. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Statt nach 8 Jahren kann man schon nach 5 Jahren Aufenthalt eingebürgert werden. Wer besonders gut integriert ist, sogar schon nach 3 Jahren. Nicht eingebürgert wird, wer etwa wegen Rassismus, Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit aktenkundig ist. Grundsätzlich soll die deutsche Staatsbürgerschaft nur erhalten, wer den Lebensunterhalt selbst bestreiten kann. Andrea Maurer.
Nachdem der Bundestag gestern Abschiebungen verschärft hat, beschleunigt er heute Einbürgerungen. Die Innenministerin spricht von Wertschätzung für die, die sich hier einbringen und der Chance, Fachkräfte zu gewinnen. Deswegen werbe ich nochmal angesichts der aktuellen Lage, wo von ganz rechts außen Menschen mit Migrationshintergrund gerade wirklich schlimm ausgegrenzt werden, nochmal darum, dass man dieses Staatsangehörigkeitsrecht wirklich als Chance auch ansieht. Auch doppelte Staatsbürgerschaft soll möglich sein. Wie viel Einbürgerung bedeutet, macht die grüne Abgeordnete Shahina Gambier klar. Für mich hat sich das Jahr, in dem ich 18 wurde, fest in meiner Erinnerung verankert. Das lag allerdings weniger an meinem Geburtstag, sondern vielmehr daran, dass ich mit 18 endlich eingebürgert wurde. Nachdem ich bereits 15 Jahre in Deutschland gelebt hatte. Dass es nicht nur darum geht, Einbürgerung zu erleichtern, sondern auch zu verhindern, etwa im Fall von Mehrehe, Antisemitismus, Rassismus, betont die FDP. Wer Deutscher werden will, muss sich ausdrücklich und dezidiert, explizit zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Scharfe Kritik dennoch aus der Union. Weil wir den Pass auf Ewigkeit verleihen, gilt der gute alte deutsche Satz, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und je kürzer die Fristen sind, mit 5 oder gar 3 Jahren, kann noch keine Verwurzelung in unserem Land stattgefunden haben. Die AfD spricht von, Zitat, Turbo-Einbürgerungen. Die stolze Staatsbürgerschaft soll verramscht werden an quasi alle, die sich 5 bis 2, 3 Jahre in Deutschland aufgehalten haben. Das Gesetz muss nun noch durch den Bundesrat. Es war ein dicker Dämpfer für die Ampel, als das Bundesverfassungsgericht im November Teile des Haushalts kippte und die Regierung plötzlich viel weniger Geld zur Verfügung hatte und kräftig sparen musste. Jetzt aber steht der Haushalt für dieses Jahr. Gestern Abend einigte sich der zuständige Ausschuss. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Erleichtert wurde das Ganze, weil noch einige Milliarden Euro auftauchten. Andreas Künast. Es ist das gefürchtetste Treffen des politischen Jahres. In der sogenannten Haushaltsbereinigungssitzung teilen drinnen die Abgeordneten das noch verfügbare Geld auf und warten draußen die Minister und ihre Beamten darauf, wie schlimm es wird. Dass Wohnungsbauministerin Geiwitz sogar 1 Milliarde zusätzlich bekommt, dass die Agentur für Arbeit mit 1,5 Milliarden mehr rechnen darf, liegt auch an einem Überraschungsfund. 6,3 Milliarden Euro, die vergangenes Jahr nicht ausgegeben wurden. Hat uns das geholfen? Ja. Entscheidend? Nein. Entscheidend ist für die FDP, dass Fraktionen des Parlaments entschieden haben, nicht eine Ausnahme von der Schuldenbremse in Anspruch zu nehmen. Entscheidend für SPD und Grüne, dass eine Ausnahme von der Schuldenbremse möglich bleibt. Etwa für die Ukraine. Wenn es im weiteren Verlauf des Jahres dazu kommt, dass es eine Verschlechterung der Ukraine gibt, eine weitere Verschlechterung, dann werden wir mehr finanzieren und mehr machen müssen. Beim heftig umstrittenen Agrardiesel hält die Ampelkoalition an der Abschaffung der Steuerentlastung fest. Sie wäre nicht nötig gewesen, kritisiert die AfD. Wenige, ganz wenige Positionen hätten den Agrardiesel für mehrere Jahre finanziert. Man hätte sich die ganzen Demos hier sparen können. Auch die Union kritisiert die Streichung des Steuervorteils. Die Landwirtschaft und ländliche Räume waren offensichtlich das Schlachtopfer, was diese Bundesregierung gebracht hat. Und wir brauchen wieder eine starke Stimme für die Landwirtschaft. Unter heftigem Spardruck und unter heftigem Streit hat sich die Ampelkoalition auf einen Haushalt geeinigt. 145 Tage. Und einen Abend hat sie gebraucht. Die Grüne Woche in Berlin. Auch diesmal ist sie die Gelegenheit für Besucher, internationale Spezialitäten zu probieren oder Trends bei Lebensmitteln nachzuspüren. Es geht aber wegen der derzeit demonstrierenden Bauern etwas politischer zu als sonst. Agrarminister Özdemir versprach ihnen von politischer Seite weniger Zickzack und mehr Planbarkeit. Bauernpräsident Ruckwied kündigte trotzdem weitere Proteste für die nächste Woche an, allerdings eher nadelstichartig. Wer einfach nur landwirtschaftliche Produkte genießen will, die Grüne Woche läuft bis übernächsten Sonntag. Um weitere Streiks bei der Bahn abzuwenden, hat das Unternehmen der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Es sieht gestaffelt Lohnsteigerungen bis fast 10% vor,
Ab 2026 bietet die Bahn an, eine Stunde weniger zu arbeiten bei vollem Lohnausgleich oder in normalem Umfang für dann noch mal 2,7% mehr Geld. Die GDL will das Angebot nun prüfen. Nicht überraschend, aber alarmierend für die Wirtschaft, so die Bilanz der DAK zum Krankenstand 2023. Im Schnitt meldete sich laut Krankenkasse jeder Arbeitnehmer 20 Tage krank, ein Rekordhoch das zweite Jahr in Folge. Die meisten Fehltage gab es bei Menschen in der Altenpflege und Kita-Beschäftigten. Häufigste Ursache: Erkältungskrankheiten, gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und psychischen Diagnosen. Heute auf den Tag genau vor 4 Monaten besiegelte sich das Schicksal von rund 100.000 Armeniern in Bergkarabach. Denn am 19. September eroberte Aserbaidschan die Region im Kaukasus. Fast alle dort wohnenden Armenier sahen sich gezwungen zur Flucht. Das Besondere an dem Konflikt: völkerrechtlich gehörte die selbsternannte Republik Bergkarabach schon lange zu Aserbaidschan, nur lebten dort traditionell vor allem Armenier. Wie geht es Ihnen jetzt nach der Flucht Richtung Armenien? Nina Nibagal. Es sind die armen Vororte der armenischen Hauptstadt Erevan, in denen die meisten Flüchtlinge aus Bergkarabach Zuflucht fanden. So wie Marine Gabrielian und ihre Familie. Doch es gibt kaum Arbeit für sie. Nur diese typisch armenischen Pfannkuchen sichern ihr Überleben. Der Ofen ist das Einzige, was ich von meinen Sachen mitgebracht habe, damit ich arbeiten kann. Ich muss wieder Geld verdienen, um die Familie zu entlasten. September vergangenes Jahr. Aserbaidschan vertreibt gut 100.000 Armenier aus Bergkarabach, die gesamte Bevölkerung. Viele Menschen, die das kleine Armenien integrieren muss. Die Regierung unterstützt die Flüchtlinge finanziell, doch sie finden nur schwer Wohnungen, sind verstreut im Land, Nachbarschaften, Familien zerrissen. Marines Bruder ist in einem der Bergkarabach-Kriege gestorben. Ihr Mann hat eine Behinderung. Die ganze Familie lebt von den Pfannkuchen. Die Söhne helfen mit. Aram liefert die Pfannkuchen aus. Er fühlt sich wohl in Armenien, aber an dauerhaften Frieden glaubt er nicht. Ich will nicht schon wieder Krieg, aber ich weiß, dass es einen geben wird. Und wir brauchen ihn auch, damit wir Bergkarabach zurückerobern und uns dort eine Zukunft aufbauen können. Aserbaidschan bleibt der Todfeind, Bergkarabach die Heimat. In die auch Marine zurückkehren will, das lässt sie durchhalten. Auch wenn es kaum Hoffnung gibt. Angela Merkel, Papst Franziskus und der ukrainische Präsident Selenskyj haben ihn schon. In diesem Jahr geht der Aachener Karlspreis an den Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, und an die jüdischen Gemeinden in Europa. Als Signal gegen Antisemitismus. Die Jury lobte vor allem Goldschmidts Einsatz für die Verständigung zwischen den Religionen. Wir blicken zum Mond. Da ist es Japan vor wenigen Stunden gelungen, eine unbemannte Sonde zu landen. Jetzt gibt es allerdings Probleme mit der Stromversorgung der Sonde. Noch ist unklar, ob sie weiterarbeiten kann. Das unbemannte Mini-Raumschiff soll auf dem Mond Gestein untersuchen und nach Wasser forschen. Bisher waren nur den USA, der Sowjetunion, China und Indien Mondlandungen gelungen. Heute Nachmittag in der Münchner Allianz Arena. Rund 30.000 Fans, Angehörige und Freunde nehmen Abschied von Franz Beckenbauer. Als Glücksfall für uns alle würdigt ihn der Bundespräsident. Der Präsident des FC Bayern sagt: Franz glaubte fest daran, dass der Tod nur eine Etappe ist, dass er Teil von uns bleibt. Aus München, Petra Neubauer. Zeit, um Lebwohl zu sagen. 11 Weggefährten bringen Rosen ins Stadion, begleitet von Star-Tenor Jonas Kaufmann. Es ist der emotionale Auftakt einer außergewöhnlichen Gedenkfeier. Zehntausende sind in die Allianz Arena gekommen. Eine letzte Verneigung vor einer Fußballlegende. Er lebt nicht mehr, aber für uns lebt er immer weiter. Das war das schönste Geschenk, was wir uns machen können heute, dass wir dabei sind und Abschied nehmen. Für mich war er der Größte, ist er der Größte und wird immer der Größte bleiben.
Nicht nur die Fans, auch Prominente aus Politik, Gesellschaft und Sport sind dem Ruf aus München gefolgt, finden berührende Worte. Wohin ich immer kam, auf allen Kontinenten, kannte und kennt man Franz Beckenbauer. Als diplomatisches Naturtalent wurde er zum beliebtesten Botschafter unseres Landes. Er hat sich um unser Land verdient gemacht. Auf den großen Stadionleinwänden lässt ein Film Beckenbauers Leben noch einmal vorbeiziehen. In all seinen Facetten. Auch mit kurzen Ausflügen in die Werbe- und Gesangsbranche. Schmeckt prima und so richtig kräftig, müssen Sie probieren. Gute Freunde sind nie allein. Er war immer ein Mensch, der bescheiden war, der nie den großen Max herausgespielt hat, der für uns Mitspieler immer Hilfe gestellt hat. Wenn ich auf dem Platz nicht mehr wusste, wohin mit dem Ball, beim Franz war er ganz sicher. Eineinviertel Stunden dauert dieser Abschied vom Kaiser. Zusammenfassen lässt er sich in einfachen Worten. Danke, Franz. Ja, danke, Franz. Er hätte sicher auch seine Freude an dem deutschen Handballteam gehabt. Auf jeden Fall. Ganz knapp war das gestern, aber Deutschland besiegt Island. Ja, wie du schon sagst, knapp war es. Erstens 26-24, zweitens verdient, eine echte Willensleistung. Aber drittens nicht gerade glänzend, der schwächste Turnierauftritt des DHB-Teams bislang. Dafür aber die stärkste Leistung eines Mannes, Torwart Andreas Wolf. Auch am Tag danach muss der Bundestrainer viele Fragen zum Phänomen im deutschen Tor beantworten. Andreas Wolf mit gleich zwei gehaltenen 7 Metern in den Schlussminuten. Als habe der 32-Jährige hellseherische Fähigkeiten und wisse stets, wohin die Bälle fliegen. Er ist sehr viel reifer geworden. Und so ist er dann natürlich zu einem Weltklasse-Torhüter gereift. Dramatisch das Ende in Köln. Juri Knorr rutscht aus. Der Ball gelangt aber dennoch zu Julian Köster. Das 26-24. Der nächste Gegner, Österreich, die große Überraschung bisher bei der EM. Gut möglich, dass Gislason auch nach diesem Spiel wieder vorrangig seinen Torwart adeln darf. Zum Wintersport, da hatte es Laura Gimler beim Langlauf-Weltcup in Oberhof im Sprint klassisch bis ins Finale geschafft. Drei Schwedinnen landeten auf dem Podest, die Oberstdorferin wurde Fünfte. Ja, und beim Biathlon-Weltcup in Antholz zeigte Vanessa Vogt erneut eine starke Leistung. Sie wurde Vierte im Einzel über 12,5 Kilometer. Bangen im Zielraum. Vanessa Vogt erlebt den Einlauf der Französin Jean Monod. Diese schnappt ihr um 5,8 Sekunden den dritten Podestplatz des Winters weg. Das nehme ich heute gerne mit. Auch wenn es nicht fürs Podium gereicht hat, bin ich dennoch sehr zufrieden. Vier fehlerfreie Schießeinlagen sind die Basis. Läuferisch fehlt noch ein wenig zum Niveau der Allerbesten. Die Überraschungssiegerin Lena Hecki-Groß aus der Schweiz, ebenfalls fehlerfrei, feiert ihren ersten Weltcupsieg. Sie gewinnt vor Julia Simon aus Frankreich. Und das war es auch schon vom Sport. Vielen Dank. Gerne. In dieser Woche sorgte das Winterwetter vielerorts für Chaos. Heute zeigte es sich von seiner schönsten Seite. Am Fichtelberg im Erzgebirge dürften sich Wintersportler über ideale Bedingungen freuen. Und auch an der Elbe erstrahlte die Landschaft in Weiß. Und es bleibt auch so. Morgen wird es noch mal richtig sonnig, allerdings nach einer ziemlich eisigen Nacht. Mehr dazu gleich beim Wetter von Östin Terli. Marietta Slomka begrüßt Sie um 22 Uhr im Heute-Journal. Und das komplette Heute-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die extremen Wetter der letzten Tage brachten eine Menge Schnee und auch Eis. Und Sie sehen hier in Weiß bis nach Frankreich, wo die Luftmassengrenze lag. Und wenn man den Film laufen lässt, sehen Sie, wie die Wolken drüber ziehen. Was übrig bleibt, ist hier der Schnee. Und außerdem gab es heute viel Sonnenschein.
In der Nacht gibt es ganz im Norden viele Wolken. Es regnet und schneit bei einem kräftigen Westwind. Sonst klart es auf, es bildet sich teilweise Nebel. Es gibt strengen Frost ganz im Süden bei minus 18, minus 15 im Westen. Frostfrei ganz im Norden bei 1 bis 3 Grad. Morgen dann ganz im Norden wieder dicht bewölkt und kräftiger Wind aus West. Sonst Sonnenschein in der Mitte und im Süden. Aber in den Tälern hält sich teilweise der Nebel länger, vielleicht auch den ganzen Tag. Und das bei höchsten Temperaturen dann minus 3, also bei Dauerfrost und 6 Grad ganz im Norden deutlich milder. Die nächsten Tage, am Sonntag noch relativ ruhig im Norden, Regen. Hier kommt allerdings dann durchaus heftiger Wind auf. Minus 1 bis 7 Grad, kein Vergleich zum Montag. Dann erwartet uns ein Sturmtief und es wird deutlich milder bis 11 Grad. Einen schönen Abend.